Wenn euch schon mal der Neoprenanzug gerissen ist und ihr nicht richtig wusstet, wie ihr das reparieren sollt, dann habe ich in diesem Video eine kleine Anleitung für euch, wie ihr das Ganze mit Neoprenkleber alleine reparieren könnt. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel vom Freediving Center Berlin und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr euren Neoprenanzug ganz einfach selber reparieren könnt. Dafür brauchen wir zunächst einmal ein Stück Neopren. Ich habe leider gerade keinen Anzug, der defekt ist, meine sind alle heil, aber um euch das Ganze demonstrieren zu können, brauchen wir nun mal Neopren, was kaputt ist, und dafür habe ich dieses Glatthaut-Neopren. Auf der Innenseite ist es offenzellig, auf der Außenseite glatt. Also wir haben keinerlei Nylon dabei, was einen Riss abschwächen würde. Und damit wir das Ganze reparieren können, brauchen wir jetzt einen Riss. Wenn ihr euren Anzug schon eine Weile getragen habt, dann könnt ihr auch mit Alkohol oder mit Isopropanol die Neoprenränder kurz sauber machen, damit sozusagen Seifenrückstände vom letzten Anziehen oder Wasserrückstände entfernt werden. Was ihr noch alles benötigt, um euer Neoprenanzug zu reparieren, ist der Neoprenkleber. Ich habe hier das Modell Black Witch, schwarze Hexe. Der hat sich bei mir als sehr gut erwiesen. Dann benötigt ihr einen Stift, der macht sich besonders hilfreich bei größeren Rissen. Und wir haben einmal eine Unterlage, damit zum Beispiel der Tisch oder die Tischdecke nicht kaputt geht oder zerstört wird, wenn ihr mit dem Kleber tropft. Der erste Schritt, den ihr sozusagen ausführen müsst, hier ist jetzt ein relativ kleiner Riss, vielleicht ungefähr 10 cm. Wenn ihr aber den Anzug mal wirklich beim Ausziehen kaputt macht und hängen bleibt, kann es auch sehr schnell passieren, dass ein größerer Riss entsteht. Dafür macht ihr Folgendes: Ihr fügt den Riss so zusammen, dass der Neoprenanzug wieder halbwegs gut aussieht. Also nicht, dass das Modell so zusammengeführt wird oder so, also dass Spannungen drin sind, sondern ihr legt es ganz locker hin. Dann nehmt ihr den Stift und markiert in einigen Abständen mit Strichen. Ich mache das jetzt hier mal beispielhaft. Das ist dafür da, dass wenn der Riss länger ist, damit ihr beim Kleben sozusagen nicht verrutscht und auseinanderzieht, weil dann würdet ihr sehen, die Striche stimmen nicht mehr überein. Und dann kann man das auch genauso machen, dass wir sagen, wir kleben erstmal Abschnitt 1. Wenn wir den geklebt haben, kleben wir Abschnitt 2 und genauso weiter Abschnitt 3 oder Abschnitt 4. Ich werde euch das jetzt beispielhaft an einem Abschnitt mal zeigen. Ihr habt euer Neopren. Dreht euch das am besten so, dass ihr gut rankommt. Neoprenkleber, ja, schon eine Weile nicht benutzt. Dann wird einfach der Kleber aufgetragen auf die Kante. So. Und auf die andere Seite. So. Und dann heißt es einfach mal warten. Das Ganze muss ungefähr 5 Minuten abtrocknen, bis der Kleber sozusagen nicht mehr an euren Fingern hängen bleibt. Während der Kleber trocknet, kann ich euch kurz erzählen, wie der Kleber wirkt. Und zwar klebt beim Neoprenkleber nicht der Kleber an sich, sondern der Kleber löst das Neopren auf und macht es weich, und das auf beiden Seiten. Und wenn dann sozusagen die
der Neoprenkleber verdunstet ist, bleibt nur noch offenes Neopren übrig. Und dann ist es wichtig beim Kleben, dass ihr zusammendrückt und dann schiebt ihr sozusagen die Neoprenteile ineinander und die halten dann fest. So, ich gucke mir jetzt die Klebestelle mal an und fühle hier mit dem Finger, dass nichts an meinem Finger hängen bleibt. Dann gucke ich, dass meine Striche ungefähr übereinstimmen und drücke das Ganze schön kraftvoll zusammen. Stück für Stück, mal zusammendrücken, kurz halten. So, das können wir nachher noch abmachen. Und dann würden wir weitermachen mit dem nächsten Teilstück. Wenn ihr dann fertig seid, sieht euer Neoprenanzug ungefähr so aus. Das heißt, ihr habt ihn wieder geklebt, die Naht hält auch und ihr könnt wieder ohne Probleme ins Wasser gehen damit. Am besten nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde trocknen lassen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ansonsten halt am See direkt notdürftig flicken und dann in Ruhe nochmal zu Hause nacharbeiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt auch, wenn euch meine Videos interessieren, den Kanal abonnieren. Und ich habe für euch auf der rechten Seite noch zwei weitere Videos verlinkt. Einmal, wie ihr zum Beispiel eure Maske mit einer Lampe ausstatten könnt, um auch im dunklen Wasser unten gucken zu können. Und wie man einen Halsblei basteln kann. In diesem Sinne, viel Spaß beim Tauchen und tschüss, bis zum nächsten Video.